Da ist ja dem Unfug schon wieder Tor und Tür geöffnet. Darf ich an dieser Stelle den Andi grüßen? Alarm! Oh. Alarm! Oh, jetzt schon wieder. Oh, scheiße, der Neftern. Alarm! Wir sinken! Reißen Sie das Ruder rum! Ihr Engagement für den Klimaschutz bestand also darin, zu einer Zeit, als sich im Verkehrssektor die CO2-Werte jährlich nach oben schraubten, an einer ausländerfeindlichen Maut zu basteln, die niemals kommt und den Staat vermutlich 500 Millionen Schadensersatz kosten könnte. Ja, das muss der CSU mal jemand nachmachen. Nein. Absolut nichts. Jetzt brauche ich Methylalkohol. Scheiße, der Nefton! Was machen diese Unternehmensberatungen denn? Ja, die kosten 9,5 Millionen Euro. Ich meine, was sie tun? Die versuchen, der Flut an Maskenlieferungen Herr zu werden. Mhm. Klappt denn das? Ja, das kommt jetzt drauf an, was Sie unter Klappen verstehen. Ich weiß nicht. Vielleicht, dass die Händler ihr Geld bekommen. Ja, dann nicht. Ich fasse das hier mal ganz kurz zusammen. Ja? Also 2020, ja, das war insgesamt die Summe aus den insolventen Gaststätten, nicht wahr, mal dem Median der Inzidenzwerte aus Sachsen und Bad Salzuflen ins Quadrat plus der Zunahme der Hartz-IV-Empfänger. Das Ganze geteilt durch 12 Monate macht, na, können Sie sich ja selbst ausrechnen. Gut, erste These, gegen den Diesel vorzugehen bedeutet auch gegen CO2-Ziele vorzugehen. Da sind wir uns ja... Nein. Was? Entschuldigung. Diese Behauptung ist ja schlichtweg grotesk. Wo haben Sie das her? Aus einem katholischen Gesangsbuch, oder? Gut, es kommt bei der Medizin ja nicht nur auf Zahlen an, sondern auch auf die menschliche Zuwendung. Ne? Und Moment, der Herr Köhler hat Millionen Dieselfahrer in Deutschland Mut gemacht. Warte, ich habe ein Beispiel von ihm. Das wird Sie sicherlich überzeugen. Ich werde hier und jetzt beweisen, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm vollkommen... Ah, scheiße. So, jetzt halt. Moment, Moment. Achtung, zurückbleiben. So, was sagen Sie jetzt? Wo ist mein Sherry? Na, wo ist mein Sherry? Jetzt, Moment einmal, Sie waren doch eingeladen, um mich zu unterstützen. Ja, dann sagen Sie doch mal was Richtiges. Ja, ach so, ja, also wenn wir uns ja einigen können, da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass dieser komische Grenzwert von 950 Mikrogramm am Arbeitsplatz, der liegt 23-fach über quasi dem von der Straße, ich meine... Diese 950 Mikrogramm sind ein Maximalwert für Industriearbeiter für kurze Zeit. Und die 40 Mikrogramm sind der Wert für die Dauerbelastung der ganzen Bevölkerung. Und Sie sind doch sicherlich froh, dass es nicht den ganzen Tag so laut ist, oder? Mein Name ist Dr. Klaus Fresenius. Ich habe hier die Geschäftsführung. Mein Name ist Sir Isaac Newton. Ich habe Blasensteine. Oh. Dann müssen Sie sehr starke Schmerzen haben. Ach ja, ja, natürlich. Jetzt, wo Sie es sagen, ganz besonders starke Schmerzen. Wir wollen Ihre Blasensteine nicht. Sie können mich nicht sehen. Ich bin undercover. Herr Newton, bitte stehen Sie auf. Wir brauchen jetzt jedes Bett. Sagen Sie mal, ist die noch original, die Hüfte? Was haben denn hier alle immer mit meiner Hüfte? Die ist noch tipptopp. Sehen Sie. Ich möchte fast sagen, Hip-Hop. Ach. Ah. Oh, da war eine kleine Unwucht. Überhaupt nicht. Da war gar keine Unwucht. Absoluter Quatsch. Sie versuchen also, 15% bei den 37% bei den erneuerbaren Energien auf 65% zu steigern, indem Sie bei 37% Stopp sagen. Ja, da ist eine gewisse Logik. Ich bin begierig darauf, diese zu erfahren. Welcher Grund hat Sie dazu veranlasst, eine potenziell unendliche Energiequelle zu beschränken? Ja, uns ging es da in der Union hauptsächlich um den schonenden Umgang mit Ressourcen. Weil Sie sich gedacht haben, die Sonne ist irgendwann alle?
Ja, na, also gerade Sie als Physiker sollten wissen, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Gell, weil diese Sonne in 5 Milliarden Jahren nämlich erkaltet. Und Sie haben sich gedacht, wenn wir einen Deckel drauf machen, dann scheint sie länger. Na, na. Oh Gott, das reicht. Halt, 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 wo wollen Sie hin? Bleiben Sie da. Tut mir leid, also dazu fällt mir nichts mehr ein. Hey, ich kann mich nicht erinnern, Ihnen die Erlaubnis des Filmen gegeben zu haben. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was Sie... Doch, erklären Sie das ruhig. Das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Da kann man Videos schauen. Die Videos. Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier und auf weitere Videos hier gehen und